solche Wiesen über die Weltmeere zu bewegen. Das verzeiht unter Wasser von dem Schiff, was wir nicht sehen, 10,60 Meter. 10,60 Meter sind hier noch unter Wasser. Das kann man immer in Zahlen rein ablesen. Das haben die vorne, hinten und in der Mitte. Das sind die Armings, die Tiefgangs machen. In der Mitte immer noch ein Kreisel und Strich durch. Das ist die maximale Ablademarke. Bis dorthin darf ein Schiff unter Wasser sein, wenn es komplett beladen ist. Wenn die Crew hoch schon komplett beladen ist, hat es einen Maximaltiefgang von 15,5 Meter. Ja, 13.800 Tonnen ist, also Container müssen auch bewegen auf der Ocean, aber mit einem deutschen Produkt, einem neuen Schiff, diese Motor. 16 Meter lang, 5 Meter breit und so hoch wie ein kleinstöckiges Haus. Der Motor hier, der leistet 103.000 PS. Damit schaffen solche Giganten einen Ökospeed von 45 km/h, das nennt sich Smoot. Oder kleine Schiffe, die noch schneller in so einem Bewirtschaft wird. Wenn du das Schiff hier auf voller Fahrt schaffst, dann ist es ein Bremsweg, das ist die Stoppstrecke. Das sind eine Stoppstrecke von 5 bis 8 Kilometer bis zum vollen Stillstand. Da schieben noch 100.000 Tonnen Stahl nach. Ja, wie gesagt, Besatzungsstärke 24 Mal die Tag, sieht den Tag in 3 Schichten. Muss man mal erzählen, man hat ja gerade die ideale Visa-Porte eröffnet. Das ist der Tiefseehafen für Wilhelmshaven. Da sollen die größten Containerschiffe anlegen können. Ernsthaft Konkurrenz für Hamburg werden. Das ist völliger Quatsch, das können die hier auch, das sehen wir gerade. Wenn zwei solcher Riesen hier oder am Jade-Weser-Port ihre Container runterpacken, dann ist wegen Überfüllung geschlossen, dann geht auf dem Terminals gar nichts mehr. Denn das macht Hamburg halt so wettbewerbsfähig, wir haben eine sehr starke Hinterlandanbindung. Der Container, der hier ankommt, der bleibt maximal 2 bis 3 Tage auf dem Terminal. Oder geht das weiter auf die Schiene, auf die Straße oder auf so kleine Fiederschiffe, wie wir jetzt dahinter haben, wie ein Fehler zum Beispiel. Das soll Zugbringerschiff. Bei dieser Hinterlandabwehrung, die fehlt am Jahr bei Weserfort noch so ein bisschen. Da könnt ihr mal euch vorstellen, die Container kommen über diese gigantischen Containerbrücken aufs Schiff. Eine Brücke in der Anschaffung bis zu 10 Millionen Euro. Kommen, so wie sie hier stehen, nach einer 2-monatigen Seereise, kommen die Container auf Shanghai an. Wenn man diese Containerbrücke noch runterbaut, das würde sie nochmal 4 Millionen mehr kosten. Trotz des langen Transportweges immer noch ein ganzes Stück billiger. Güterbrückenfahrer schaffen mit so einer Brücke innerhalb einer Stunde 30 Container vom Boden oder am Boden. Alle zwei sind ein Container. Da wird ja hier im Rest kurz was Interessantes zeigen bei der Neo San Francisco. Da seht ihr mitten ein orangenes Boot, was in einer Rutsche liegt. Das ist das Problem, was auf dem Weltkrieg.